Willkommen zurück bei Zelda The Wind Waker HD. Wir sind kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Ich habe jetzt aber nochmal einen kleinen Schwenker nach rechts gemacht. Das heißt, wir werden noch zwei kleine Kartenteile holen und dann sind wir beim Ziel. Oh yeah! Finden wir den dritten Dämon? Wer weiß, wer weiß. Hey, auch heute nervst du mich wieder. Hm? Naja, immerhin krieg ich was zu fressen. So, ja, nächste Karte. Da sind wir nämlich. Und wir haben jetzt die Capo Grande. Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? Wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll sein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du scharf darauf bist, wirst du aber erstmal diese riesige Felsenfratze da irgendwie wegräumen müssen. Allerdings wüsste ich nicht, wie du das bewerkstelligen willst. Hat er nicht schon mal was von diesem Dreifuß erzählt? Hat er mehrere Schatzkarten? Das ist ja jetzt schon die zweite. Lol. Okay, dann segeln wir mal weiter in den Norden. Genau, dann kommen wir nämlich nochmal zu einer Insel und dann haben wir auch schon unser Ziel erreicht. Yay! Übrigens, jetzt vor kurzem ist ja Hyrule Historia auch auf Deutsch erschienen. Also ich kann es jedem empfehlen. Da sind sehr, sehr viele Artworks zu den Zelda-Spielen drin. Viele Informationen, die es bisher noch in keinem Interview gab und natürlich auch die offizielle Zelda-Zeitlinie, die Timeline. Richtig episch, eigentlich ein Muss für jeden Fan. Das Buch ist auch richtig hochwertig. Ich habe mal ein Infovideo zur englischen Version gemacht. Sucht am besten einfach auf YouTube oder meinem Kanal Unboxing Hyrule Historia, dann werdet ihr mein Video schon finden. Und ja, es ist zwar ein bisschen teuer, ich glaube 30 Euro oder 20. Aber ich finde, es ist es wert. Ist auch ein richtig dickes Buch. Wollte ich nur mal kurz empfehlen für jeden Zelda-Fan. Und jetzt haben wir das Einaugengriff auch auf der Karte. Okay. Du hast doch auf deinen Reisen bestimmt schon mal diese komischen leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Direkt unter den leuchtet dir ein versunkener Schatz entgegen. Ja, genau so ist das nämlich. Aber es gibt auch welche, die leuchten erstmal gar nicht. Aber wenn du dann eine Schatzkarte aufgeschlagen hast, leuchten sie umso strahlender. Unter diesen findest du dann auch die wirklich fetten Schätze, Jungchen. Das wär's soweit von mir. Ja, gut, der Tipp war jetzt wirklich unnötig. Ich meine, das ist klar. Und wir segeln jetzt zu unserem Ziel. Jetzt habe ich genug Karten. Bin auch zufrieden. Das ist ein guter Anfang. Wir steuern aber auch jetzt nochmal hier diesen Turm an und versuchen dort für Recht und Ordnung zu sorgen. Sprich, die Ärsche zu besiegen. Da, ich höre es schon, die bombardieren uns wieder. Und diese fliegenden Gegner, die erinnern voll an diese nervigen Blumenviecher aus Ocarina of Time, oder? In der Steppe. Das muss eine weiterentwickelte Form davon sein. Ein Nachfahre. Boah, wie die gucken. Richtig fies. Hallöle! Wünsche einen schönen Abend. Habe ich euch eigentlich alle schon fotografiert oder fehlt mir einer von euch? Ich glaube, die mit dem Fernglas, die fehlen mir noch, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Deswegen muss ich jetzt kurz dich loswerden, damit ich ein Bild von dir machen kann. Schau mal her. Ich glaube, von hinten zählt es nicht. Ach, so ein Trottel. Hallo. Ist der dumm? Ich bin doch noch da. Jetzt hat er mich bemerkt. Oh, schönes Foto, oder? Richtig geil. Er schaut richtig böse. Und ich bin umso effektiver. Down. Und jetzt gibt's auch mal eine Truhe dafür. Aber ich glaube, der Preis ist mal wieder nichts wert. Aber wirklich null. Wenn es halt wenigstens ein Schmetterlingsamulett gewesen wäre, ne? Aber nein, nicht mal das. Epic Fail. Wo ist mein Boot? Da unten. So. Nein, nicht labern. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was ich machen muss. Danke. Und los. Schön in die Richtung hier segeln. Jetzt sind wir auch schon gleich da. Boah, die Wellen. Die See wird unruhig. Ich mag es nicht, wenn es regnet. Aber was soll man machen? Springen kann man übrigens auch auf R.
Da ist das Ziel. Und schon wieder eine dieser Tornados. Diese dunklen Wolken. Wobei, so dunkel ist die diesmal gar nicht. Aber trotzdem. Und die Musik ist überhaupt nicht fröhlich. Land in Sicht. Was ist hier geschehen? Weiß der Teufel. Wir erreichen Ichthusk. Ach, das hieß irgendetwas. Auf irgendeiner Sprache. Ich schlag das mal nach. Was ist hier nur geschehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber dies übertrifft gar noch meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebte Jabu, der Hüter des Wassers. Aber so, wie sich die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Hey, Dame! Was geht ab? Der Postbote! Dass der sich hierher traut? Hier bist du also. Ich habe nach dir gesucht. Du suchst nach Jabu, dem Hüter, oder? Nun, bedauerlicherweise wirst du ihn hier aber nicht finden. Wirklich ein furchtbarer Anblick. Alles liegt in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst. Sie hatten es zwar auf Jabu abgesehen, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn ich dir sage, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel, nach Präludien. Aber selbst wenn du nach Präludien fährst, wirst du Jabu nicht treffen können. Die Höhle, in der Jabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hinein zu gelangen. Nicht einmal die Piraten waren in der Lage dazu. Verzeih mir, Domi. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo du dich aufhältst. Also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht möglich, die Höhle zu betreten, und so fuhren sie nach Portemonnaie. Willst du Jabu treffen? Dann solltest du die Piraten in Portemonnaie im Auge behalten. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier hängen diese schwarzen Wolken und es regnet unaufhörlich. Da fällt mir ein Valu, der mich bat, diese Geschichte an dich heranzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Sieht auch so aus, oder? Du solltest dich hier nicht zu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Jabu berichtet. Ja. Danke für die Informationen. Das heißt, die Piraten wollten meine eigene Heimatinsel überfallen? Was soll die Scheiße? Ich dachte, Tetra ist unsere Freundin. Von wegen. Scheiß Tetra-Pack. Elendiges Piratenpack, ey. Okay. Wir könnten jetzt gleich wieder fahren, aber es gab hier doch noch was zu holen. Jabu ist also am Leben. Seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also Ganons Übergriff voraussehen lassen. Höre auf die Worte eines Mannes vom Volke der Orni. Die Piraten wissen etwas über die Höhle, die dem großen Jabu als Unterschlupf dient. Du solltest zuerst nach Portemonnaie fahren und dich dort ein wenig umsehen. Ja, wahrscheinlich sind sie dort irgendwo. Hat er ja auch gesagt, ne? Da ist eine Höhle. Aber ich erinnere mich, dass man auf so einen Spiralberg gehen muss. Ähnlich wie ein Digimon. War das sogar der da hinten? Einen Moment. Wenn ich das nicht finde, dann fahre ich gleich weiter. Dann machen wir das einfach ein anderes Mal. Aber hier gab es auf jeden Fall noch etwas. Könnte sogar ein Herzteil gewesen sein. Ich finde nichts. Wo kommt man denn da rauf? Naja, dann suchen wir eben nach dem Fisch. Schließlich haben wir hier noch nicht die Informationen bekommen, die wir gerne hätten. Oh, die Musik ist aber gar nicht fröhlich. Ach, hier geht's hoch. Halt. Das ist der Spiralberg. Stopp! Tja, so langsam wird's aber auch spannender. Die Zeit drängt. Link war bis jetzt gut. Zwei Demons, zwei Dungeons geschafft. Aber die Monster sind eben auch sehr schnell. Ganondorf geht richtig ab. Was höre ich denn da? Da ist ja wieder einer von denen. Hallo. Gib mir gleich mal ein Foto. Nein, das gefällt mir nicht. Ja. So, jetzt ist der hier oben. Aber man muss doch jetzt irgendwo hinfliegen. Vielleicht in die Höhle rein. Machen wir es einfach mal. Kann ja nichts schief gehen.
Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich weiß nicht mehr alles von dem Spiel. Und so langsam schwindet mein Wissen. Also die ersten zwei Dungeons, die hatte ich noch ganz gut im Kopf. Und die ganzen Sidequests, die da möglich sind. Aber ab jetzt schwindet mein Wissen ein wenig. Ich brauche das Dekublatt natürlich. So. Ist auch richtig cool. Während man mit dem Wii U Pro Controller spielt, scheiße, der Wind ist falsch. Ich hab's doch richtig eingestellt, verdammte Scheiße. Während man mit dem Wii U Pro Controller spielt, kann man auf dem Gamepad immer noch die Karte sehen und auch die Items zuordnen. Man muss also nicht unbedingt Start drücken und das dort ändern. Das ist wirklich nützlich. Aber wenn man Energie sparen will, dann kann man das Gamepad natürlich auch ausschalten. Ganz klar. So, warum hat das jetzt nicht geklappt mit dem Wind? Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn in die richtige Richtung gelenkt, aber das ist leider nicht der Fall. Ja. Gut, es geht allerdings auch nicht perfekt, sehe ich gerade. Nee, es geht wirklich nicht perfekt. Aber so ist es besser, oder? Komm, probieren wir es einfach mal. Halt! Nicht runterspringen, mein Lieber. Jetzt habe ich statt B, A gedrückt. In der Hoffnung, ich finde hier noch Energie. Aber nein, wir haben noch genau einen Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann war es das. Okay, läuft besser. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch erstmal darüber gehen und dann in die Höhle springen. Oder ist die Höhle da gar nicht? Nee, die ist da gar nicht. Oh Mann! Ich bin zu weit links. Bin ich jetzt falsch? Moment mal. Das kann doch nicht umsonst gewesen sein. Ich verzweifle hier noch. Aber es sieht wirklich nicht gut aus. Ah, da ist die Truhe. Seht ihr sie? Scheiße. Aber wenn ich jetzt noch den Wind richtig ändere, sollte es eigentlich gerade noch so hinhauen, obwohl wir keine Energie haben. Oh, das ist jetzt spannend. Ich brauche den Wind, der nach Norden geht. Also Südwind. Weil man sagt das ja immer von der Richtung, von der er kommt, oder? Yeah! Yes! Geschafft! Mann! Schwere Geburt. Und, ist es wirklich ein Herzteil? Geil! Da hat sich die Folter doch gelohnt. Klasse. Ach, das ist wahre Freude, hey. Herzteile finden ist einfach nur geil. Nun aber weg hier. Oh scheiße, mein Schiff ist ja auf der ganz anderen Seite. Leuenkönig, kannst du mir nicht entgegenkommen? Ich ersaufe sonst. Ah. Oh, das gefällt mir gar nicht hier. Es ist so düster, kalt und regnerisch. Schnell weg hier, komm. Gibt deutlich schönere Inseln. Wir hauen ab. Und zwar gehen wir, genau, nach links. Und dann gehen wir nach oben, weil wir sollen ja nach Portemonnaie. Aber auf dem Weg zu Portemonnaie werde ich ein paar Karten collecten. Weil das einfach klug ist. Wir brauchen sie früher oder später sowieso alle. Oh oh, was ist mit der Overworld-Theme passiert? Eine böse Musik. Du, 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 du. Kriegt man aber keine gute Laune. Ach halt, jetzt habe ich bei Ichthusk den Fisch vergessen. Ah, aber ich glaube, man muss da sowieso zurückkehren irgendwann. Oder? Bin mir jetzt leider nicht sicher, deswegen fahre ich nochmal zurück. Entschuldigung! Aber die Zeit geht nicht verloren. Ich kann ja Gott sei Dank meine Part so lang machen, wie ich will. Die Zeiten von 10-Minuten-Grenze oder 15-Minuten-Grenze, die sind vorbei. Natürlich auch dank der YouTube-Partnerschaft. Ist ganz klar. Ich sehe die Scheißinsel gar nicht mehr. Wo ist die denn? Hä? Bin ich immer ein bisschen blöd, oder? Gamepad, hilf mir mal bitte. In diese Richtung muss es sein. Da. Einfach vorspulen könnt ihr ja machen, wenn ihr Bock habt. Da ist es. Ja, wie kann man diesen Tornado übersehen? Und da ist der Fisch. Na Gott sei Dank, das Spiel hat Mitleid mit mir und gibt mir den Fisch relativ schnell. So, hier, komm. Schnell füttern den Assi. Boah, fast hast du mich vergessen, ey. Was soll denn das?
doch sonst keine Freunde. Und ich Tusk. Und ich schlage auf jeden Fall nochmal nach, was das hieß. Ich weiß ganz genau, dass das irgendeine Bedeutung hatte. Komm doch mal nachts hierher, wenn dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt. Dann kannst du es sehen. Ich glaube, er spricht vom Geisterschiff. Aber das kann man nämlich an mehreren Orten sehen. Ich brauche neues Futter. Oh, ich habe ja fast gar nichts mehr. Verdammt. Da muss ich wohl neues einkaufen bei Real. Einmal hin, alles drin, wie man weiß. So. Und jetzt auf die Karte schauen. Ja, ich bin richtig. Jetzt bin ich endlich richtig. Da ist das nächste Riff, wenn ich richtig sehe. Und ein paar Flaschen. Was haben wir denn da? Grüße von Draconia, von Basti und ein Bild von Maurice E., das ich jetzt nicht zeigen kann. Da hinten ist der Fisch. Es gibt so viele Schätze, aber es lohnt sich einfach nicht für mich, die rauszuholen. Weil ich zu viele Rubine habe. Ich bin einfach zu reich, ja. Das ganze Geld von der YouTube-Partnerschaft, das liegt überall hier rum. Ja. Dann gib mir was davon ab, bitte. Dann kann ich mir Plankton kaufen oder so. Du frisst Plankton? Ja, ist geil. Und das ist das Drei-Augen-Riff. Was hast du sonst noch zu sagen? Neulich bin ich doch tatsächlich auf der Nachbarinsel im Osten so einem komischen Kauz begegnet, der hatte einen riesigen Rucksack umgeschnallt. Ich hatte den Eindruck, er würde dort nach irgendeinem Schatz suchen, aber es wäre mir neu, dass es auf der Insel irgendwas von Interesse gäbe. Vielleicht hat der Kerl einfach sonst keine Hobbys, wer weiß. Voll geil, der Diss. Episch. Ja, wen meint er denn da? Ich glaube, ich weiß sogar, wen er meint, aber welchen Schatz und welche Insel, das finden wir jetzt raus, denn das liegt ja auf unserem Weg, oder? Ah, halt, hier ist die unsichtbare Wand. Hier geht die Welt leider nicht weiter. Zurück. Das ist so geil. Oh! Oh! Ein Schatz. Von unserer Schatzkarte. Zufällig gesehen. Na, dann holen wir den uns doch mal. Welche ist es denn? Die. Und ich bin genau drauf. Stopp, 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 stopp. Scheiße, zu weit. Zu weit. Nee, falsch. Richtige Richtung. Richtige Richtung. Sehr gut. Noch ein Stück nach links. Noch ein Stück. Fahren, 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 fahren. Und jetzt kann man es gleich probieren. Ich werf's mal hier so nach rechts aus. Ach so, halt. Ja. Runter, runter. Oh, da ist eine böse Kogge oder sowas in der Art. Die anderen Schiffe, die schießen uns nämlich alle mit Kanonen ab. Ist das ein wichtiger Schatz oder sind es nur Rubine? Das wäre doof, weil wir können... Wow, keine Rubine mehr tragen, es ist ein Herzteil, Mann! Yeah! Das ist eine Überraschung gewesen. Oh, also heute bin ich happy. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Part läuft bisher richtig happy. So, jetzt aber... weiter gen Norden. Wir wollen ja heute noch Portemonnaie erreichen, nicht wahr? Aber der Part ist ja auch schon wieder faszinierbar, hey. Es geht ja voll schnell in diesem Spiel. Einfach, weil es zu viel Spaß macht. Ich weiß nicht, ob es euch immer noch so geht. Aber ich kann nie genug kriegen. So, hier haben wir wieder einen Feen-Cordinal. Aber ich sehe schon von hier, dass wir da nicht rein können, weil es brennt. Leider brennt es. Wir haben nichts, um das Feuer zu löschen. Wo ist der Scheißfisch? Der muss doch da... Ah, da hinten. Da vorne. Es gibt Futter. Futter, 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 Futter. Mmh, lecker Schmecker. Schau mal. Na, heute langweilst du mich aber ziemlich. Unfassbar. Ja. Und das ist die... das westliche Feen-Cordinal. Natürlich auch eine sehr wichtige Insel. Sobald wir das Feuer löschen können, unbedingt herkommen.
Auf der Insel namens Draconia, etwas im Osten von hier, soll es ein überaus praktisches Utensil geben, das man weitläufig als Greifhaken bezeichnet. Wenn man damit nach Ungeheuern wirft, kann man ihnen sogar deren geheime Habseligkeiten aus der Tasche ziehen, habe ich gehört. Übrigens hast du schon mal diese kleinen Monster namens Bockblin gesehen, die immer auf den Wachtürmen auf See stehen und mit ihren Fernrohren in die Weite gaffen? Die sollen Glücksamulette in ihren Innentaschen versteckt haben, also erleichtere sie bei Gelegenheit darum, sobald du einen dieser Greifhaken hast. Also hier bekommt man quasi den Tipp, mit dem Greifhaken Items klauen zu können. Ein sehr wertvoller Tipp, aber ja, ich hab's euch ja schon gesagt und wir haben es auch schon gemacht, mehrfach. Hier mache ich mal kurz Halt. Vielleicht haben wir dort oben ja sogar direkt mal einen Bockblin. Und dann kann ich ihm ein paar Amulette abnehmen. Das heißt, ein paar pro Gegner hat man nur die Möglichkeit, eins abzunehmen, aber da sind ja häufig mehrere Gegner oben. Halt, gleich mal den Greifhaken ausrüsten. Wo ist er denn? Da. Hallo? Wie geht's? Scheiße. Aber das war's wert. Boah, so kann man die richtig gechillt bekommen. Hä, wieso habe ich nur so wenig Leben verloren? Oh, bin ich noch im normalen Modus? Ups. Ich glaube, das ist kein Hero-Modus. Aber ist nicht so schlimm, weil wir werden heute sowieso keine großen Kämpfe machen. Und ich habe ja gesagt, dass ich mich heilen werde am Ende des letzten Parts. Ich habe wohl vergessen, in den Hero-Mode zu wechseln. Ja, tatsächlich. Ja, ist nicht so schlimm. Ich wollte mich ja eh heilen, bevor wir zum nächsten Dungeon gehen. Und eine Totenkopfkette. Geil. Also ich hätte mich eigentlich nach diesem Part auch wieder geheilt. Und dafür jetzt halt einen roten Trank zu verwenden, ist ja unnötig. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht mehr machen. Das war jetzt ein Versehen. Wurscht. Karte. Habe ich die Karte von hier? Ja, westliches Feen-Cordinal, genau. Okay, dann jetzt noch nach oben und dann erreichen wir auch schon Port Monet. Nach einer winzigen Fahrt. Aber da wir heute eh nichts mehr schaffen, würde ich sagen, werde ich noch ein, zwei Karten machen und dann geht's im nächsten Part wieder voll ab mit den Piraten. Es wird eine lustige Szene kommen, also den nächsten Part auf gar keinen Fall verpassen, Leute. Der ist echt lol. Wo ist denn die Insel hier? Kann sich das scheiß Wetter nicht mal ändern oder ist das jetzt storybedingt, dass es die ganze Zeit regnet? Ich weiß zwar, dass jetzt schlechte Stimmung gemacht wird, das hört man ja auch schon an der Musik, aber dass es die ganze Zeit regnen muss, das ist mir neu. Oh nein, was hat Galon denn bloß gemacht? Was ist denn hier los? Hier sind ja TNT-Fässer im Wasser. WTF? Jetzt geht's aber los hier, du. Na? Wieder Bock auf eine Karte? Aber bitte schnell, bevor ich hier noch weggesprengt werde, ja? Alles klar. Vier Augenriff. Also so langsam, glaube ich, haben wir alle von den Augenriffs. Obwohl, es gibt sechs oder sieben. Du hast doch bestimmt schon mal diese komisch leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Wusstest du eigentlich, dass es auch welche gibt, die man nur nachts sehen kann? Hä? Nee. Echt? Okay, es gibt auch Schätze, die man nur nachts bekommen kann. Das ist jetzt selbst für mich neu. Cool. Ich sag's ja immer wieder, man lernt nie aus. Und nee, es dürfte, glaube ich, bloß sechs Augenriffs geben und nicht sieben. Das würde dann nämlich nicht mehr auf die Karte passen. Sechs ist schon wichtig. Eine Karte machen wir noch, dann hat sich das für diesen Part erledigt. Ja gut, wir waren auf Ichthusk, haben festgestellt, dass wir dort nicht weiterkommen. Und dass die Bösen doch schon weiter sind, als wir dachten. Ansonsten haben wir jetzt zwar nicht viel aus der Story geschafft, aber naja, viele Karten gesammelt, sodass wir dann für später ein leichteres Leben haben. Oh, fuck! Nein! Oh, jetzt passiert doch noch was. Halt, komm zurück, Leutkönig! Lass mich nicht ersaufen, bitte. Voll dagegen gedonnert. Crazy shit. Was ist denn das für eine Insel da vorne? Was kommt denn alles aus dem Wasser raus, Mann? Oh, das ist wieder ein Schatz. Halt, wo ist der Fisch? Der war doch gerade da. Ich habe ihn doch gerade gesehen.
What the heck? Ach, der ist da beim Schatz, okay. Komm her, komm her, komm her. Ich weiß noch nicht, ob ich den Schatz jetzt bergen soll, weil es wird ja wohl kein Herzteil sein oder sowas. Hey! Nächste Karte, hä? Dann ist aber Schluss. Island des Sternstaubs. Super Mario Galaxy? Fragezeichen. Irgendwo auf dieser Welt soll es mächtige Pfeile geben, mit denen du einfach alles einfrieren kannst. Mit diesen Pfeilen soll es sogar möglich sein, diese grässlichen Ungeheuer in der verwunschenen Bastion augenblicklich in Eiszapfen zu verwandeln. Warum man ein Ungeheuer einfrieren sollte, willst du wissen? Na, weil du es dann nur zu packen und kräftig wo dagegen zu schmeißen brauchst. Schon zerfällt es in 1000 Splitter und du hast deine Ruhe. Ja, gut. Mit dem Tipp können wir jetzt auch nicht so viel anfangen. Ich werde es auch nicht näher kommentieren, weil das, glaube ich, ein Spoiler wäre. Die Insel ist interessant. Also da gibt es viele Steine. Allerdings haben wir ja sowieso keine Bomben und können deswegen auch nicht schauen, was sich darunter befindet. Wo ist die richtige Schatzkarte? Ich werde es jetzt einfach mal bergen. Hä? Das ist doch das, oder? Bin ich so weit entfernt? Einen Moment. Gucken, 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 gucken. Da hinten, da beim Fisch. Weiter rechts. Und ungefähr gleiche Höhe wie jetzt gerade. Ja, ich weiß wo, ich weiß wo. Hier. Ich weiß zwar nicht, welche Schatzkarte das gerade ist, aber... Oh, doch ein bisschen zu weit. Ah, dann... Ja, doch, das war schon die. Das war schon die. Ja, bisschen drehen, dann haben wir's. Aber das werden jetzt bestimmt Rubine sein. Das wäre einfach zu episch, wenn wir jetzt wieder ein Herzteil kriegen. Ja, schade. Verschwendet, weil wir leider nicht noch mehr Rubine tragen können. Ich werde mir jetzt offscreen neues Futter kaufen und wie gesagt, dann geht's nach Portemonnaie und das wird lustig. Also einschalten, bis zum nächsten Mal bei Wind Waker. Boom!